So, Chinamann sagt, Nudeln sind gesund und heute gibt es dann mal ein chinesisches Rezept. Ich muss gestehen, das ist das Einzigste, was ich als Würzmischung mache. Das sind gebratene Nudeln. Das habe ich einmal probiert, das ist echt lecker. Das Rezept hinten ist auch ja Gefühlssache wie immer. Als erstes mal, ich habe einen großen Topf voll Wasser hingestellt. Da machen wir jetzt ein bisschen Salz rein. Mein Salz, so eine gute Prise, so in etwa. Dann können wir das schon mal anschalten. Und die Nudeln, wir wollen natürlich keine Spaghetti, die muss man ein bisschen kürzen. Das ist jetzt eine halbe Packung. Wenn alles raus will, wird es eine halbe Packung sein. Und dann nehme ich mir immer so ein bisschen was. Und versucht es jetzt mal. Wenn keiner zusieht, geht es immer leichter. Dann werde ich die Nudeln einfach von der Länge her dritteln. Ungefähr nach Gefühl. Kann man ganz schön brechen. Das ist ein bisschen eine Schweinerei. Das macht aber auch nichts. Da nehme ich mir jetzt derweil eine Schüssel. Ganz eine schöne. Da kommen die Nudeln derweil rein, weil das Wasser ja vorher kochen muss. Im kalten Wasser die Nudeln, da werden sie nur matschig und nicht gut. Also weich werden sie trotzdem, aber dann haben sie ja auch, naja, ist halt einfach, macht man nicht. Punkt. So. Und weiter geht's. Wir haben heute eine gemütliche Folge. Es wird wahrscheinlich ein kleines bisschen Überlänge werden, habe ich in der Vermutung. Aber das macht nichts. Wir müssen nur hoffen, dass der Akku reicht. So, ein bisschen kürzen. Das ist ein bisschen eine Bröselerei. Aber das macht nichts. Damit kann man leben. Ein paar Nudeln sind hier drin eh schon gebrochen gewesen. Das macht auch nichts. Also das ist diesmal überhaupt nicht schlimm. Wenn man so halbe Spaghetti da hat. Weil wir eh kleine Spaghetti wollen. So. Also das ist definitiv wieder eine Menge, wo man richtig gut satt wird. Moment, da sind noch Nudeln drin. Ich hätte Vorteil. Ich habe nicht alle rausbekommen. Ja, einfach genießen oder essen. Die Naschkatze schlechthin. So, dann wäre das auch getan. Okay. Und jetzt können wir in aller Ruhe, also diesmal haben wir wirklich überhaupt keinen Stress. Schnibbeln. Genau. Egal, machen wir später. So, als erstes mal darf ich mal ganz kurz da rein. Ich klaue mir nämlich einen Deckel. So schön durchsichtig, dann wird es mit dem Wasser schneller was. War natürlich der falsche. So, als erstes dann Zwiebel, kommt auch rein. Wir haben zwar Lauchzwiebel drin, aber ich muss den jetzt einfach mal aus Das dem ist keine Kühlschrank rauskriegen. Lauchzwiebel. Das ist Porree, das ist auch irgendwie so sowas ähnliches, alles in dem Dreh drin. Bist auch eine Lauchzwiebel. Lauchzwiebel in groß. Rüber. Und dann das Fleisch. Das ist Schweineschultersteak, glaube ich. Den mache ich aber weg. Der ist zwar auf dem Grill oder wenn man es so Das rausbrät, kostet ganz geil. gut, ja, aber für die gebratenen Nudeln leider nicht ideal. So, Stückchen schneide ich so dünne Streifchen, die ich dann in der Länge so auf ungefähr 3 cm kürzen werde. Soll alles relativ klein sein, es soll so mehr oder weniger so ein, ja, also so geschnetzeltes in klein, aber halt chinesische Variante. Sagen wir es mal so am einfachsten. Und es ist recht praktisch, diese Schnitzelsteak, ich weiß gar nicht, was es genau ist.
Ich dachte, so Schnitzel. Ich müsste es nachlesen. Ich habe es beim Metzger geholt. Das ist auch ein ganz gutes Fleisch. Kann ja mal schnell schauen. Du kannst mal genau den Blick riskieren, während ich hier schneide. Es ist Minutenrückensteak. Minutensteak. Ja, also ist ein, geht als Steak durch. Wunderbar. Auf alle Fälle, der Rand sollte weg. Der wird einfach nur, naja, nicht so gut leider. Zart. Ja, das kann man so ungefähr sagen. Die Minutensteaks eignen sich außerdem auch echt gut zum selber einlegen. Mm. Zum Grillen dann. Das ist auch ein kleiner Tipp nebenbei. Nehmt ein Speiseöl, am besten Sonnenblumenöl mit Paprika, Salz, Pfeffer und wenn ihr habt noch Grillgewürz, das Ganze dann in dem Öl gut durchmischen, dann das Öl bestreichen und entweder gleich auf den Grill oder einziehen lassen als dicke Marinade. Das ist im Sommer echt lecker. So als Tipp nebenbei. So, jetzt müssen wir das Fleisch erstmal hier klein bekommen. Da ist noch ein bisschen was dran. Also ich mag, also hier ist es eigentlich echt gut, wenn es mager ist, das Fleisch. Es hat von der Maserung war das Schönste, das er da hatte, der Metzger. Drum habe ich mir gedacht, nehme ich das und schneide das außen einfach weg. Hättest du auch Pute nehmen können. Kann man auch Pute nehmen, kann man auch Rind nehmen, je nach Geschmack. Das ist immer je nach Geschmack, also kann man sicherlich auch Tofu nehmen oder was auch immer für die Vegetarischen. Das ist alles möglich. Aber ich persönlich habe mich da jetzt von Schwein, das letzte Mal hat man glaube ich Pute drin. Mhm, Geflügel oder irgendwas. Ja, Hühnchenbrust war es glaube ich. Ja, die war aber auch gut da drin. Ja, die war super. Hier, also diese Maserung, das lassen wir. Da vielleicht den Knubbel hier weg, aber das lassen wir drin. Fett ist ja auch, für die, die es nicht wussten, jeder sagt, oh, Fett ist böse. Fett ist ein Geschmacksträger. Fleisch komplett ohne Fett schmeckt nach gar nichts, nach Papier. Fett und Salz sind eigentlich, soweit ich weiß, die einzigen wirklich großen Geschmacksträger. Salz. Salz, ja. Geschmacksverstärker sind Salze. So als Idee nochmal mit. Das hier machen wir vielleicht doch weg. Es ist hier ein bisschen hart von der Konsistenz. Also du hast es auf dem Teller, das ist mir wurscht. Das werde ich schon so durchrühren, dass ich es nicht auf dem Teller habe. So, ja, das Wasser braucht ewig. Das hätte ich vielleicht vor der Aufnahme hinstellen sollen, aber ich habe ja hier einiges zu schneiden. Dein Ofen ist auch nicht der schnellste. Das ist das nächste. Ja, das hatten wir das letzte Mal auch beim Döner. Der hoffentlich hat euch geschmeckt. Uns hat er, also mir hat er echt gut geschmeckt. Wie hat er an dir geschmeckt? Lecker war. Ja, wir sollten vielleicht mal so... Aber das Brot nächstes Mal aufbacken. Ja, das nächste Mal das Brot aufbacken, das habe ich nicht mitgesagt. Das hast du mich leider auch nicht erinnert. Das Brot kann man kurz im Backofen oder auf dem Toaster... wenn man einen Toaster hat. Ein bisschen knusprig backen und dann ist es, ja, knuspriger. Und ich glaube, wir machen es jetzt diesmal so. Am Ende der Folge hänge ich noch dran. Wir werden ein kurzes Statement abgeben nach dem Essen. Was für ein Statement? Ja, was wir so gemacht haben und was uns da ist. Eigentlich immer fällt uns noch irgendwas ein. Das ist sehr fettiges Stück. Das ist nicht schön. Ich glaube, das wollte einfach nur loswerden. Hast du nicht gesagt, du willst Schönes? Ich habe ihm gesagt, ich will Mageres, aber... Sehr mager. Sehr figurfreundlich. Sehr figurfreundlich, ja genau. Das Stück auf alle Fälle. Da kann man manchmal ein bisschen auch daneben greifen, wie man sieht. Da kannst du aber eigentlich nichts für. Das ist blöd gelaufen. Das nächste Mal sollte ich vielleicht... Schaut ein bisschen aus wie so eine Speckschwarte. Ja, das kann ich eigentlich das wegtun. Da sieht man auch schon, das ist dunkleres Fleisch und das ist helleres. Das ist nicht mehr so frisch, oder? Das hat nichts mit der Frische, das hat mit dem Alter vom Tier zu tun. Was? Ja, aber wieso ist es an einem Stück dann so dunkel und an einem anderen noch so hell an demselben Ding? Oder an der Stelle, wo es rauskommt. Doch, da hast du recht. Ich habe gemeint, das hat mit dem Alter, also vermutlich auch an der Stelle. Das wäre ja komisch, weil das auf der einen Seite ist 2,5 und auf der anderen 5 oder so. Das ist über eine Kontinentalverschiebung, ist das möglich? Das wäre apfelsädig. Genau. So, genau, die Karotte, die richten wir auch noch her. Ich glaube, wir sollten hier wieder kleine Teller aufbauen. Schon, wir nehmen halt Schüsseln. Nehmen wir Schüsseln. Da haben wir so viele. Die sind so Weihnachten. Hier, weihnachtliche Schüsseln. Wir haben ja jetzt hier Mitte Dezember. Da müssen wir weihnachtlich sein. Ja, nicht immer die Teller, weil dann gibt es noch mehr zum Abspülen. So, und die Zwiebel kommt hier rein.
Die werde ich dann mit der Karotte mischen. Und mit der Paprika. Und das Porree dazu. Paprika und Porree, das sind recht große. Da werde ich vielleicht große Schüssel nehmen. Das riecht mir hier dann dran. Dann schäle mal. Oh, jetzt wird es platztechnisch. Ja, du schmeißt den Müll mal weg. Nein. So, Paprika schälen hier, ganz teurer. Paprika schälen, na okay. Karotte schälen. Wir schälen Paprikas. Hast du schon richtig rum. Ja. Den teuren Schäler. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht in die Finger schneide. So scharf ist der doch gar nicht. Ach, für Haut reicht der locker. Wollen wir mal probieren? Hornhaut nicht. Ich habe es noch nicht als Hornhautschneider probiert. Da gibt es so Schaber. Ja, das ist aber jetzt hier gerade fehl am Platz, das Thema. okay, das kommt dann im Let's Beauty. Das kommt nicht, bevor irgendjemand fragt, ein Let's Beauty wird es nicht geben. So, ich dachte, das machst du. Boah, hast du da viel weggeschnitten. So, Mahlzeit. Lecker. Na, ist gut. So, Qualitätstest hat die Karotte bestanden. Ich habe da drüben extra was hergerichtet. Ach so, deswegen brauchst du die. Müll hin tun kann. Wieso liegt der da nicht da? Du musst die halbieren. Ich werde die in Streifen schneiden. In Streifen? Schneiden jetzt gerade in Scheiben. Lass dich überraschen. Das Streifen macht man anders. Das sollen kleine Stifte werden. Ah ja. Nimm es ein Stück. Das kannst du auch gerne haben. Geht eh nicht alles mit den Fingern. Da muss ich mich leider ein bisschen konzentrieren. Und ab ist er. Oh, überhaupt nichts passiert. So. Das wären dann hier so kleine Stifte, das kann man mal ein bisschen in der näheren Aufnahme zeigen. Die sind wirklich klein eigentlich. Ich kann auch wie die Chips. Ja, genau, so kleine Riffelchips. Wie die Pommes. Genau. Riffel? Ja, Riffel, das, die Pommes da, die Pommes-Sticks. Weißt du, du hast schon recht, ja, ich kenne die Dinger auch, aber ich esse ja so selten Chips. Ja, gerade du, gell, du isst ja nur Gemüse und so. Mit Dip. Gemüse mit Dip. Das wäre auch mal eine Idee. Hast du es noch nie gegessen, so Rohkosten? Nein, hier den Keil, der ist natürlich für die Kameradame. Das ist Bezahlung. Aber sehr wieder schneidet hier. Ja, großer Aufruf, oder nicht? Ich habe jetzt vielleicht, wenn ihr genügend Rezepte sponsert, also essbare Rezeptideen. Keine Schnecken. Und auch keine Innereien von Tieren. Bäh. Ist Geschmackssache, also ich mag es überhaupt nicht und drum. Kein Wild, bitte. Ja, genau. Also wenn ihr wirklich Rezepte sponsert, dann würde ich vorschlagen, das Let's Chefkoch halbwöchentlich, Dienstag und Freitag. Also Dienstag. Weil das dann ungefähr... Nimm halt Mittwoch und Sonntag. Ja, Freitag war bisher immer schon so, weil dann kann man das am Wochenende ausprobieren. Drum würde ich sagen, Dienstag und Freitag, dann kann man ganz gemütlich die Rezepte ausprobieren. Dann solltest du vielleicht auch am Anfang mal sagen, was du alles eingekauft hast, weil dann wäre es auch leichter für die Leute. Ja, was haben wir hier eingekauft? Jetzt lass mich ganz kurz überlegen. Wir haben eine Karotte, wie man sieht. Eine halbe Zwiebel ist drin. Dann habe ich eine halbe Packung Spaghetti, das sind 250 Gramm. Das ist aber auch mengenmäßig, je nachdem, immer nach Gefühl. Und wie viele Leute? Genau, das Fleisch weiß ich, das waren 350 Gramm. Das ist aber auch, ich sag mal, hier ist es mengenmäßig bei so einer Nudelpfanne eigentlich egal, wie viel von den Mengen, das man nimmt. Man muss jetzt ein bisschen das Gefühl kriegen, aber ich habe da auch das erste Mal so nach gut dünken, habe da eine Paprika reingeschnitten, Fleisch habe ich eine Packung gesucht, wo ich mir dachte, so die Menge könnte theoretisch passen. Wir waren dann auch, glaube ich, ziemlich satt, wenn ich mich richtig erinnere. Das war echt lecker. Oh ja, das ist auch der Grund, warum ich das... Normal halte ich von so Fixprodukten überhaupt nichts. Da bin ich einem Schimpfen ganz ein großer. Aber da muss ich echt gestehen, das Zeug ist lecker. Das könnte man aber auch selber würzen. Müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Hast du aber andere Gewürze. Ja, aber so dieser chinesische Geschmack, der ist schon sehr gut, finde ich. Schon, gell.
Ja, was haben wir noch drin? Wir haben Paprika, da kommen wir gleich zu. Einen Porree, man kann aber auch Lauchzwiebeln nehmen, diese kleinen Frühlingszwiebeln, also quasi das da in halb so groß, also da gibt es so diese kleinen Stängelchen. Das war das letzte Mal drin, diesmal das hier zum Ausprobieren, weil wir experimentieren ja gerne. Und dann noch die Zwiebel. Genau, eine halbe Zwiebel, weil die muss einfach für die Quoten rein. Ja, Margarine hat man ja eh daheim. Ja, also so Sachen wie Margarine und du das nicht da rein? Diverse Gewürze. Oh ja, das machen wir hier rein. Recht hast du. Margarine und diverse Angst, Gewürze setze ich jetzt einfach mal voraus. Du kannst dir mal hier mein damaliges Geburtstagsgeschenk filmen. Da sind also so diese Standardgewürze drin, die man einfach, sage ich mal, haben sollte. So Salz, Pfeffer, Thymian, Oregano. Gyros. Ja, Gyros-Gewürz, da können wir das nächste Mal auch Fleisch einlegen. Kräuter der Provence. Also lauter so ja, Standardgewürze, würde ich sagen, die kann man jetzt als Voraussetzung verlangen. Das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Wir haben das drin, Wir haben drei Spitzpaprika. Kann man aber auch jede andere nehmen. Genau, wir wollen die einfach, weil die milder ist. Die probieren wir aus. Ihr seht mich jetzt gerade nicht. Ich erzähle euch jetzt gerade noch, dass hier ja, diese drei Paprikas reinkommen. Ich bin die gerade am Waschen. Und ein Porree bzw. ein kleiner Bund Lauchzwiebeln. Das kommt drauf an, was man findet. Genau, Geschmackssache, was man findet. Oder ob man es überhaupt rein haben will. Genau, also es ist auch wieder, wie gesagt, wer jetzt hier sagt, er will hier unbedingt Gurken rein. Gurken. Dann soll er Gurken rein tun. Die tun, glaube ich, in dem Rezept sogar Brokkoli rein. Ich könnte es dir gar nicht auswendig sagen. Also es hat auch die Brokkoli da drauf. Du darfst gerne mal kurz nachschauen. Also es geht sicher auch. Also da ist wirklich, wieder, wie gesagt, Rezept ist relativ. Es kommt immer aufs Gefühl an. Du schaust, wo du hinfilmst. Ich filme auf deine Hände. Okay, die Leute wollen nämlich nicht meinen Bauch sehen. Nicht? Nee, der ist ganz dick. Von den vielen Essen. Ja, vom vielen Essen, genau, du sagst es. So, ausgeschnitten, die Nudeln, das Wasser höre ich langsam, wird auch schon langsam warm. Das ist wunderbar, also das wird diesmal scheinbar eine längere Folge, oder? Sollten jetzt in der Zeit eh schon wieder ein bisschen fortgeschritten 17. sein. Ja, das ist ja mal eine die mega... Die Nudeln brauchen auch noch ewig zum Kochen. Ja, und das Ganze auch noch. Also, freut euch auf eine lange Folge. Ihr seht es unten eh schon. Ich weiß noch nicht, wie lang die Folge dann wirklich werden wird. Aber das ist jetzt einfach so. Da mache ich ja auch kein großes Tararum, wenn die Folge länger dauert. Weil, darum. Tolle so, die Spitzpaprika, Kopf ab. Dann der... flachen Seite nach halbieren. Ja, der flachen Seite nach. Ja, dass also sie flach auf dem Tisch liegt. Längs und nicht halb. Genau. Also längs nicht quer so. Nein, also das meinte ich nicht, aber dass die so hier breiter ist. Und dann kann man hier das Innenleben hier rausnehmen. Die Kerne am besten auch, die kann man glaube ich essen, aber ich habe es noch nie probiert. Das Innenleben schmeckt relativ bitter. Okay, da hören wir die Fachfrau. Ich mag das schon gern. Soll ich es dir wieder überlassen? Du, ich esse das nicht mit den Kernen. Siehst du. Ich esse nur das Innenleben ohne Kerne. Dann haben wir hier jetzt auch schon wieder, also die Paprika auch fast fertig geschnitten. Das ist ein bisschen eine Friemelarbeit, aber es geht ganz gut mit so einem kleinen Küchenmesserchen. Das ist, glaube ich, ein Gemüsemesser, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es geschenkt bekommen. Das war ein Ausstand. Das schmeckt gut, das Zeug. Das schmeckt gut, das Zeug. Also hört auf die Dame. Das ist halt Elfbitter, wer es nicht mag, soll es nicht essen. Das ist halt für die Leute, die Kaffee schwarz trinken. Ist ja auch bitter. Ja, Kaffee ist bitter. Das ist, also wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Geschmack. Es schmeckt halt echt nach Paprika. Warum wohl? So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich die. Nimm halt den. Ich mach das jetzt einfach so ein klein wenig. Ist eh eins der letzten, was ich schneide und den Rest in. Und dann gibt es noch ein Lauchporree-Ding. Genau, das geht dann auch ganz fix. So. Aber die nehmen fürs Rezept sowieso ein Porree her, keine Frühlingszwiebel steht hinten. Das ist aber, glaube ich, also wie gesagt, Rezept relativ. Ja, ist halt wieder was man. Rein darf, will. Was schmeckt, was einer mag. Also es gibt Leute, die wollen dieses und jenes und die kriegen dann dieses, okay. Dieses und jenes. Kommt halt drauf an, doch. Ja. Da kann man also. Das ist auch das, weil du gesagt hast,
sagen, was ich reintue. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, aber wenn die das genauso kochen wollen wie du, dann könntest du schon sagen, was du eingekauft hast. Okay, dann mach ich mein Beispiel, aber ich weiß teilweise wirklich die Mengen nicht, was ich reinmache. Naja, aber was du halt eingekauft hast, sonst sitzen die daheim und wollen es nachkochen und müssen erstmal dein Video gucken. Ja, das sollen sie doch sowieso. Ja, aber das schauen sie dann später, wenn sie eingekauft haben. Okay, das stimmt. Also, dann machen wir es in Zukunft so. Am Anfang werde ich euch ein bisschen sagen, was ich besorgt habe. Oder du tust eine Zutatenliste drunter schreiben. Ja, das können wir auch machen. Das machen wir auch. Die Kochanleitung möchte ich aber eigentlich dann schon als Video haben und nicht als Text. Ja, aber als eine Zutatenliste wäre gut. Ja, die Zutatenliste, das machen wir. Das machen wir jetzt hier gleich. Für die vorherigen Folgen tut es mir leider leid, können wir es vielleicht noch nachändern. Da können wir aber die Mengenangaben nicht hinschreiben. Da können wir eine Schätzung angeben, was man ungefähr immer gebraucht hat. Man weiß ja, was man so für seine Lieblingsrezepte mag. Und ich glaube, manchmal habe ich es auch dazu gesagt, man sieht es auch oftmals recht gut. Da schauen wir uns halt die eigenen Folgen an. Müllhaufen. Ja, genau. Zeig nochmal den Sausteiger und hier, Nutella-Brot-Gangster. Nee. Doch, da darfst du jetzt einmal kurz hinschwenken. Das morgendliche Nutella-Brot, egal welche Uhrzeit man aufstehen muss, ein Nutella-Brot muss sein. Und das ist nicht meins. Ja, du gehst auch ohne mit leeren Magen aus dem Haus, gell? Ja. So, Nudelwasser braucht. Oder nicht? Nein, noch nicht. So. Die eine hast du fand ich schön ausgeschnitten. Die hier? Nee, die drunter. Werden wir es natürlich noch besser machen. Wenn du es bitter machst, kannst du es auch drin lassen, aber das kannst du auch mir dann geben. Dann gebe ich das dir, bitteschön. So, Nudelwasser müsste jetzt gleich am Kochen sein. Ja. Da müssen wir jetzt dann nebenbei ein bisschen immer schauen. Kann ich erinnern. Und rein mit den ganzen Nudeln. Mit den kurzen Spaghetti-Dingern. Dann wäre die Schüssel leer, dann kannst du die ja wieder hernehmen. Ja, genau, die andere, die kann man dann gleich auf die Seite. Wieso? Stellen. Du brauchst doch für ein Püree auch noch eine. Ja, eins nach dem anderen. Jetzt wird es nämlich dann doch ein bisschen, hektisch nicht, aber... Ich will dir ja helfen, aber ich kann ja nicht. Das macht nichts. Wir wollen ja das für unsere Zuschauer machen. Wir essen ja gar nicht normal. Wir essen nie. Was? Wir machen das nur für unsere Zuschauer. Ich esse nur Tellerbrote. Ja, und du klaust hier Karotte. Ich will ja probieren, ob die wirklich gut ist. Mit vollem Munde spricht man nicht. Au, ich brauche eine Weitwinkelkamera, ich werde hier misshandelt. So, ich mache jetzt hier so U-Hackel. Einfach so, weil ich so zu faul bin, es kleiner zu schneiden. Das, glaube ich, ist mit den Spitzpaprika ganz praktisch so. Die langen macht man halt dann, halbiert man oder viertelt man, macht dann auch so Streifen oder Würfelchen, wie man es mag. Wobei, kommt wieder drauf an. Gell? Ja, wie man es mag. Das ist wirklich, also Kochen ist absolute Geschmackssache. Es gibt Dinge, die gehen einfach auch nicht, aber manche Dinge hier kann man schon sagen, ob ich jetzt die Viertelwürfel oder im Ganzen reinwerfe, sogar von mir aus, ist wirklich ein Geschmackssache. So, die Nudeln regelmäßig umrühren, sonst kleben die unten am Topf fest und das gibt dann tierisch Anschiss, wenn jemand anders abspült als der wo kocht. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Wieso? Das heißt immer, oh, da ist noch Nudel drin, da ist nicht abgespült. Nein, ich sag immer, da ist nicht eingeweicht. Stimmt, da ist nicht eingeweicht. Wenn du Auflauf machst oder aber, so. Aber sie sind lecker. Ich sag ja nicht, dass sie nicht lecker sind. Gut. So, jetzt schneiden wir hier. Jetzt kann man nämlich dann bald, wenn die Nudeln... Die hast du sogar halbiert jetzt, gell? Ja, die habe ich halbiert, die wären die Streifen zu lange geworden. Hast du keinen Breitmaul? Nein, ich bin kein Breitmaulfrosch. Es ist jetzt hier wirklich so variieren. Ich könnte jetzt auch das die nächste. Das ist auch wie Plumps. Oh, das geht auf die Seite. So. Und hier das Reststück wird auch wieder abgegeben. Das muss ich alles abgeben. Toll, den Deckel ein bisschen Chips drauf. Ist schon schief drauf. Kannst du auch gleich mal zeigen, wie das dann aussieht. Aber das kocht jetzt ganz gut, das Wasser. Das ist gut. Dann wird es ihm jetzt ein bisschen stressiger. Sehr stressig. Hast du noch so viel zu schneiden? Ja, doch. Schon fast so. Noch eine ganze Paprika und ein Püree. Jaha. Und die Nudeln muss ich auch noch umrühren. Und die Pfanne sollte auch warm werden. Das Fleisch muss ich anbraten und die Nudeln abgießen. So viel Stress. Genau, deswegen macht man sich beim Kochen einen Zeitplan. Vielleicht in der Schule, wenn man Hauswirtschaft mal hatte, aber nicht hier, wir sind Chefkoch. Hier kochen auch fast die Nudeln über, aber natürlich nur fast.
Der Chefkoch hat auch einen Zeitplan. Nö. Doch. So. Nudeln umrühren. Den wird ja noch schlecht. Ja. Das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen. So, dann den Rest Paprika weiter. Kann man ohne Hackerl schießen. Genau. Der eine kennt es vielleicht aus der Schule oder so. Woher sagt man das denn sonst kennt? Wer weiß, was man so zu Hause lernt. Vielleicht schießt man auf seine Geschwister. Ja, das sowieso als Prinzip. Das muss weg. Das muss weg, ja. Das würde ich sagen, die Umfrage war eindeutig. War eindeutig zu dick, ja. Ja, und die zwei auch. Und da ist schon wieder eins runtergefallen. Und das ist weg. So, ab in die Tüte, hätte ich jetzt fast gesagt, in die Schüssel. In die Sternchenschüssel. Mit dem Herzchen drauf. Mhm, mit dem Lebkuchenherz. Mit der Kuchenleber. Bäh. So. Du kannst auch mal ein Let's Backen machen. Ja, das können wir eigentlich auch noch machen. Wir haben noch einen Plätzchenteig, der kommt als nächstes wahrscheinlich. Oder du backst mal einen Kuchen. Können wir auch machen, wobei Kuchenbacken jetzt eigentlich, glaube ich, nicht so spannend ist, weil es ist halt immer ein Teig, der dann in der Form kommt und gebacken wird. Ja, aber Plätzchenbacken ist ja auch nicht viel anders, oder? Da gibt es viele Variationen. Na, schauen wir mal, was wir machen. Ich habe noch einen Teig im Kühlschrank und ich bin am Überlegen, ob wir den nicht hier im Rahmen unseres Chefkochs als Adventsfolge quasi. Aber für den ersten Advent hattest du nichts. Nein, für den ersten Advent hatte ich nichts. Das wird ja auch keine so Special-Folge, aber hier im Advent kann man mal ein bisschen Weihnachtlicheres machen. Mhm. So. Paprika fertig. Paprika fertig. Steht ja noch der Porree. Der kommt jetzt auch den gleich. Den müssen wir noch waschen. Den müssen wir noch abwaschen, genau. Aber vorerst schneide ich ihm mal hier das Hirn ab. Seine Sturmfrisur. Kann man sich ja auch als Rasierpinsel annehmen. Kann man auch, können wir aufbehalten. Sollte mich immer wieder rasieren hier. Dann können wir das auch mal machen. So. Man sieht hier, der ganze Schmutz ist weg. So, als erstes werde ich jetzt aber Nudeln durchrühren. Oder abgießen. Abgießen. Das kann man zeigen, es ist total überhaupt nicht sauber in der Spüle. Ja, ich bin noch nicht zum Abspülen gekommen. Nee, eben während des Kochens hier mache ich einfach alles rüber. Und deswegen. Dann gehe ich mal hinter. Nehmen wir die heißen Nudeln und gießen die ins Nudelsieb. Wow. Ganz spektakulär. Wow, ich sehe nichts, ich habe Nebel. Dann hier mit kaltem Wasser Nudeln, die noch im Topf sind. Bisschen. Und abschrecken, oder? Ja, das kommt auch. Das ist nämlich was man jetzt denken könnte, jetzt ist das Wasser weg von den Nudeln. Jetzt könnte man es irgendwo wieder hin tun. Aber genau das wäre jetzt fatal für die Nudeln, sonst wären sie klebrig und matschig. Nudeln müssen wir abschrecken, genauso wie Eier. Das stoppt aber nicht mit einem grusigen Gesicht, gell? Nein, mit kaltem Wasser. Also wirklich kalt sollte es sein. Dann auch durchschütteln, damit wirklich alles abgeschreckt wird. Das stoppt den Garprozess. Der Akku hat keinen Strich mehr. Das macht hoffentlich nichts. Sollte jetzt der Akku dann leer werden, werde ich natürlich einen zweiten Take nachreichen. So, da laden wir den Akku dann einfach auf oder machen es mit was anderem. Okay, jetzt können wir hier rüber schauen, jetzt machen wir den Porree. Den schneiden wir in den Ringerl, oder? Genau, das wird geringt. Lord of the Rings. Schaut lustig aus. Ich muss mich jetzt gerade konzentrieren, dass die Finger dranbleiben. Ist auch so ein Tipp, das kannst du mir ein bisschen in der Nahaufnahme zeigen. Den Krallengriff. Den Krallengriff, die Finger quasi so nach innen und dann hier an den Knöchelrücken kann das Messer dann quasi auch nicht in die Finger gehen. Wenn du noch Fingernägel hältst, dann kann sich besser einkrallen an dem Porree. Genau, und so macht man das mit Zwiebeln, mit Porree, mit allem, was man so schneidet. Ich kann das leider auch nicht so gut. Ich habe ja mal ein Video gesehen, da hat einer, ich glaube, 12 Liter Suppe, also 10 Zwiebeln und alles Mögliche, innerhalb von 7 Minuten so dermaßen klein geschnitten. Das ging echt fix.
Das muss ich mal raussuchen, das war echt ein cooles Video. Ah, der macht wahrscheinlich auch nichts anderes. Hoppla. Ah. Der brennt auch in den Augen irgendwie, oder? Ja, das ist ja auch eine Art Zwiebel. Das ist Lauch. Ja, Lauch ist aber auch eine Zwiebelgattung. Wie kennt sich jemand mit Gemüse aus? Ja, nee, eigentlich überhaupt nicht, aber man informiert sich ja. Das ist auf der Herdplatte. Bisschen, ja, da ist das was stinkt warm. Irgendwie. Da ist was warm geworden. Boah. So, jetzt haben wir hier ganz schön viel angerichtet. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir anfangen. Mit der Margarine. Genau. So, ich habe den Lauch jetzt so weit geschnitten, bis er hier dann dunkel wird. Bis hier werde ich ihn schneiden. Ja, und das Grüne wird man meistens. Das schaut aus wie Hasenfutter. Ja, das kriegen die Tiere. So. Schaut auch schon angenervt aus. Oh, das brennt in den Augen. So, mit dem Überblick, was wir jetzt an Zutaten haben, ich richte das jetzt noch schnell zusammen, werden wir uns ganz kurz zum Akkuaufladen verabschieden, dass ihr auch wirklich dann in einem Take seht, was da im zweiten Teil. Ja, ich schneide das zusammen in einen Teil, aber was hier dann zum Schluss passiert, das ist quasi so die Vorbereitungsphase. Nudeln kochen. Nudeln kochen, alles vorbereitet, Zutaten geschnitten. Man sieht, das ist ein bisschen aufwendiger, das Rezept, aber es ist definitiv, ist es das wert. Nudeln passen nicht aufs Bild. Die Nudeln passen jetzt nicht aufs Bild, die stellen wir uns einfach vor. Wir haben hier 4 Schälchen mit 5 Zutaten. Ich stelle es schöner hin. So, ja, ich verabschiede mich jetzt kurz, wir werden den Akku kurz aufladen und dann sehen wir uns gleich wieder zur Koch-Action. Bis gleich. So, hier. So, vielen Dank für die kurze Pause, dass ihr das entschuldigen habt. Ihr habt keine, wir hatten eine. Der Akku von der Kamera hat leider aufgegeben. Aber ich wollte euch das hier nicht vorenthalten. Also wenn ihr es riechen könntet, das ist gerade momentan absolut mega geil. So, und deswegen machen wir jetzt gleich mal Gebrutzel. Ich vergesse nicht die Platte einschalten. Die schalten wir auch ein, die Platte. Machen wir natürlich. Dann geht's einfacher. Ja, da hast du recht. Also, kleiner Tipp für den Anfang. Kochen immer mit Platte an, so dass man sich Finger wehtut, wenn man drauf fest, dann funktioniert es auch. Backen mit Platte aus. Backen mit Platte aus, weil dann machen wir nämlich einen Ofen an. Reicht das Fett? Ja, das reicht. Weil es ist ja beschichtete Pfanne, da braucht man eigentlich keins, aber es macht es ein bisschen knuspriger. Knusprig. So, jetzt müssen wir auf das hier warten. Wir können derweil mal, werde ich mir die Nudeln holen, ohne dass ihr das seht, ganz geheim. Geheim. Bleibt nicht da. Oh mein Gott! Wir werden beobachten. Nicht gucken. Nicht gucken! Nur mal kurz durchschütteln. So. Organisatorisch ist jetzt blöd. Ich habe die Pfanne natürlich zu spät eingeschalten, aber macht ja nichts. Wir haben ja genügend Akku. Ist Überlängenfolge. Da darf man so viel Überlänge produzieren, wie man nur will. Ich will den mal probieren, wie der so roh schmeckt. Ich kenne den rum. Ja, immer nur gucken, dass das dann. Warte mal, ich probiere den jetzt auch. Das probieren wir jetzt einfach mal, wie das schmeckt. Ich habe schon ein ganzes genommen. Du nimmst nur einen Streifen. Boah, das brennt auf der Zunge. Der ist nicht ohne. Puh. Scheiße, ich nehme so viel, gell? Tja, der Gierschlund. Eine Nusel zum Neutralisieren. Wenn es funktionieren täte. Du musst nur einen ganzen Korb voll essen. Ach Mann, warum könnt ihr das jetzt nicht sehen? Oh. Nein! Hier wollte uns jemand die Nudeln klauen und dann gäbe es gebratenes der Nikolaus. Fleisch mit irgendwas. So, ja. Hinter der Kamera sinkt das Niveau gerade sehr. Aber das macht gar nichts. Ja, wir haben es letztes Mal gesagt, zweimal die Woche. Ich hoffe, wir finden genug. Also, wenn mal kein Rezept da ist, werde ich die Dienstagsfolge ausfallen lassen. Das heißt, es liegt quasi an euch, Rezepte vorzuschlagen. Aber nicht so was Banales wie Spiegelei, gell? Nee, also Banales wie Spiegelei setze ich voraus. Ich habe auch mal vor, was Vegetarisches zu machen. Natürlich auch nicht jedes Mal. Man kann jetzt hier zum Beispiel statt dem Fleisch, kann man auch noch weiteres Gemüse, asiatische Sachen wie Bambussprossen, Tofu, alles Mögliche kann man da rein. Entschuldigt, da kam gerade ein privater Anruf. Das war kommt nie wieder vor. So, das wird heiß. Jetzt kommt als erstes mal das Fleisch da rein.
Und die erste Schüssel gleich weg. Man sieht schon, schön klein geschnitten, da geht das Ganze dann viel besser. Das riecht gut. Genau, als nächstes, wir haben ja die Karotten und die Zwiebeln zusammengemischt, die machen wir als nächstes dann gleich. Weil die Zwiebeln gleich rein müssten, oder? Die Zwiebeln, ne, eigentlich nicht gleich. Die sollen schon ein bisschen auch noch ihren Geschmack haben. So glasig gedünstet ist hier nicht der gewünschte Anwendungsfall. Das Fleisch lassen wir dieses Mal gänzlich ungewürzt. Das ist nämlich hier das Zeug. Ich kann das jetzt eigentlich mal in eine kleine, saubere Schüssel. Haben wir nicht mehr. Kann ich jetzt das einfach mal reintun, dann kann man sich das anschauen, was das ist. Das ist nämlich nur Gewürze, eigentlich nichts zum Einrühren, also so in Wasser einrühren. Das ist quasi sowas wie diese klare Brühe. Riecht lecker. Riecht sehr gut. Irgendwie nach Kurkuma oder so, kann es sein, dass ich. Ich kenne da diese Gerüche von den Gewürzen leider nicht so gut wie du. Aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Zeig mal, was das genau ist in die Kamera, dass die das auch sehen. Gebratene Nudel von Knoffix. Mal probieren. Dann könnt ihr das auch gerne probieren. Mal schauen, ob Kurkuma drin ist. Ja, sag ich ja, das ist gut. Da hat die Fachfrau gesprochen. Curry ist auch drin, eigentlich kann man es auch selber machen. Vermutlich, der nächste Versuch wird wahrscheinlich selber machen. Wobei es war halt einfach, wo ich mir gedacht habe, wir wollten es heute einfach so machen und dachte ich mir spontan, okay, wir mögen das eigentlich so gerne, wir beide. Man sollte auch wissen, was das für ein Rezept ist. Wir haben es doch erst einmal gekocht. Ja, aber das ist echt gut. Also ich habe. Ich fand es auch lecker. Geht mal einmal durch den Laden und denkt sich so, jetzt lasst sie sich mal inspirieren. Probierst was aus. Fällt dir was an, gell? Ja, und dann fängt es gleich so an. So, das Fleisch sollte gleich durch sein. Ja, das Schwein wird ja nicht so dunkel. Nein, wird nicht dunkel, aber sollte auf alle Fälle hier nicht mehr rosa sein und auch innen ein bisschen durch. Ja, das zieht aus, zwar eh noch weiter, aber. Aus gesundheitlichen Gründen sollte also Fleisch grundsätzlich durch. Fisch wie Sushi oder was, wenn er ganz frisch ist, glaube ich, geht, aber. Nachdem wir beide keine rohen Fischfreunde sind. Also ich mag Sushi schon. Auch das mit dem rohen Fisch? Ja, also wenn es nur Lachs und Thunfisch ist, dann nicht. Also ich meistens mal, ist es Lachs und Thunfisch und deswegen mag ich dann den rohen Fisch nicht. Aber als grundlegendes Tierfleisch, also am Land lebendes Tierfleisch, sollte man immer durch erhitzen. Geflügel ganz wichtig, Salmonellengefahr. Hackfleisch ist auch salmonellengefährdet. Also ja. Sowas nicht lange im Kühlschrank lassen. Wenn dann gefrieren und dann schnell aufkauen und schnell verarbeiten und dann auch nicht mehr lange aufbehalten. Das ist nicht zu empfehlen. So. Ich glaube, das Fleisch ist gut durch. Das Fleisch ist gut. Dann mache ich jetzt in der Mitte das hier frei. Du darfst gerne ein bisschen zurückgehen, dass man auch erkennt, was man tut. So, und hier dann. Zwiebel mit Karotte. Oder Karotte mit Zwiebel. Oder Karotte mit Zwiebel. Und das rühren wir jetzt gleich das mal durch. Das war echt gut für. Oh ja. Ja. So, als nächstes würde ich dann den Porree rein. Den würdest du noch zerpflücken, der. Ja, den zerpflücken wir dann noch ein bisschen. Während das hier anbrät, kann man den hier rüber, weil diese Scheiben hier, die gehen wir nicht so nah ran. Ach so. Dann kann man die hier so ein bisschen auseinanderpflücken. Hätte man natürlich schon davor auch machen können. Ja, aber wir haben ja Überlängenfolge. Tada! Wir werden jetzt eine ganze Folge lang Porree zerlegen. Das will sich sicher irgendjemand anschauen. Natürlich. Mach ich schon. Danke. Wieso? Das ist die mysteriöse Hand. Die mysteriöse Hand. Wir brauchen noch eine Kameraperson. Dann sind wir die vier mysteriösen Hände. Ich könnte es auch mit beiden versuchen, aber dann wüsste ich nicht, wo die Kamera ist. Die legen wir dann am Boden und filmen die weiße Wand und erklären, was wir so tun. Also, jetzt ist die Wand weiß. Und sie wird auch weiß bleiben. Bei dir weiß ich das manchmal nicht. So. Mach ich schon. Danke. Du kümmerst dich um das Bild und dass du nicht meinen Bauch filmst. Ich habe auch noch gar nicht heute auf deinen Bauch gefilmt. Die will doch eh keiner sehen. So. So, warte. Also riechen tut es jetzt hier super. Als nächstes kommt jetzt
Der zerpflückte. Genau. Den Rest muss den unzerpflückten, den haue ich jetzt auch gleich ganz schnell mit rein. Dann habe ich so einen kleinen Trick, den habe ich mit dem Zwiebel mal rausgefunden. Da kann man ein bisschen was kleiner pflücken. Weißt du, wie das so ein bisschen ausschaut? Wie die Stängel von Löwenzahn. Die haben sich auch immer so lustig gekringelt, kennst du das nicht? Ja, doch, wenn man die so ein bisschen einreißt und dann in die Regentonne legt. Und oder eine Wasserschälchen. Ja, ich kenn's so mit der Regentonne, da standen mal als Kinder alle rum und dann wer hat die schönste Löwenzahnblume gemacht. So, das Fleisch drunten kann jetzt schön brutzeln. Das riecht lecker. Oh ja, das riecht echt lecker. Also das ist ein Rezept, das kann ich empfehlen zum Nachmachen. Wir haben ja sogar dazu geschrieben, was wir von wie viel genommen haben. Ja. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch hier gleich nachträglich machen. Und werden dann auch unten so ein kleines Fazit dazu schreiben, dass die Folgen nicht so leer sind. Anfangs, naja, mit den ersten Folgen, man macht Erfahrungen, aber ich denke, wir sollten hier einfach das Angebot tiefgreifender ausbauen, weil es ja so gut ankommt. Und ich, immer wenn ich irgendwas höre, neue Folge online, bekomme ich nur Positives zu hören. Und alle sagen mir, ja, das ist gut, das ist super. Das riecht göttlich. Oh ja. Wann tusten die Nudeln rein? Die kommen als letztes drauf. Das wird aber verdammt eng werden. Ja, wo die Pfanne echt nicht klein ist. Nee, die Pfanne ist eigentlich für alles groß genug. Ich muss mal ein bisschen zurückschalten, der Zwiebel wird schon dunkel. Ja. Dann gibt es halt Röstzwiebeln. Genau. So, also kunterbunt ist allerlei. Ich hebe das jetzt auch nur noch so durch. Auge ist ja auch noch mit. Ja. Also definitiv, wir könnten hier heute 10 Leute einladen. Aber ist das aus Kanada? Aber das macht nur Jamie Oliver oder so. Hä? Der kocht dann immer für seine Freunde, für seine 17.000. Ach so, ja. Du nicht, gell? Nee, ich bin Egoist, ich koche nur für uns zwei. Du Egoist, du. So. Bist du bei den anderen Egoisten? Ja, bitte oder? Einmal durchzählen. Eins, eins, eins. Okay, der Witz ist schlecht, aber ich finde ihn trotzdem lustig. Du kannst auch über alles lachen. So, ich zerpflück das jetzt ein bisschen. Ich habe mir vorher die Hände gewaschen, wie immer. Von dem her braucht ihr keine Sorgen zu haben. Und giftig bin ich auch nur ein bisschen. Boah, irgendwie ist das gerade echt voll gut. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas tut da gerade so richtig gut an. Das ist richtig so ein bisschen nussig, finde ich. Das müsste dann wahrscheinlich der Porree sein. Der riecht so nussig, aber... Ich weiß es nicht. Wir werden es dann schmecken. Ja, Gewürze sind nämlich noch gänzlich ungewürzt. Das ist jetzt gänzlich ungewürzt bis jetzt. Ich glaube, das könnte man auch so echt lecker essen. Für Leute, die zum Beispiel keine Gewürze vertragen, müsste das, glaube ich, eine Alternative sein. Gibt es sowas überhaupt? Es gibt Allergien gegen ziemlich alles, was ich glaube. Ich habe nur Allergie gegen Gelbfarbstoff. Das heißt? Ich esse trotzdem die gelben M&M. Oh nein. Ja, das ist, also, das ist schwierig. Es gibt, also, der Chefkoch macht wieder Sauerei. Ja, der Chefkoch macht immer Sauerei. Also es sieht jetzt schon echt lecker aus, aber... Und das riecht göttlich. Das letzte Mal hat es... Oh, mega Sauerei. Mister. Hat es erst angefangen richtig gut zu riechen, als die Gewürzmischung drüber war. Und das werden wir jetzt heute auch wieder probieren. Die versuche ich ein bisschen gleichmäßig drüber zu streuen. Das wird ja eher lecker für mich. Moment, vielleicht so rüber, dass man das sieht. Ja, jetzt habe ich überall was drüber. Jetzt hebe ich das einmal durch und dann den Rest erst drauf, dass hier keine Klumpen entstehen können vom Gewürz irgendwo. Ja, nicht so. Das genau. Ich hoffe, dass die Gewürzmischung für die Menge reicht. Das weiß ich nicht, aber ich würde auch sagen, ich glaube, dass es mir egal ist. Ja, weil die nehmen eigentlich weniger von allem. Tja, wir sind halt Mr. Kierklund, aber es ist auch so. Ich habe immer Hunger. Garfield. Wie viel haben die wieder angegeben? Wird theoretisch eher für zwei Packungen, oder? 250 Gramm Spaghetti, 250 Gramm Fleisch, dann 150 Gramm Lauch und eine rote Paprika. Ja, man sieht, wir haben natürlich viel mehr gemacht. Aber ich denke, das wird trotzdem schmecken von Ja, und wer jetzt wirklich sagt, okay, ist es zu riskant, wir werden natürlich nachher ins Fazit schreiben, wie es dann ausging, geschmackstechnisch. Notfalls kann man ja immer noch nachwürzen. Notfalls kann man auch wirklich, wer sagt, er möchte jetzt nicht selber die Würzmischung riskieren, einfach zwei Packungen nehmen. Ja, oder schauen, dass man selber von den Gewürzen oder halt noch daheim hat. Oder weniger kochen, also weniger von den Mengen her machen. Wobei es hier
diese großen Mengen, die haben für mich einen großen entscheidenden Vorteil. Man kann länger von essen. Ich koche am Abend, ich esse, wir essen sehr gut, sind beide pappsatt. Wir nehmen uns beide am nächsten Tag was mit in die Arbeit. Außer morgen, da ist Wochenende. Da ist Wochenende, ja. Und nehmen uns dann noch was mit in die Arbeit und essen abends nochmal. Also wenn man dann von der Arbeit kommt und ist total genervt und geschafft. Einfach nur aufwärmen und gut ist. Und das ist schon der Grund eigentlich, warum ich diese Mengen koche. Soll ja auch mal gesagt werden, nicht, dass die meinen, wir sind beide hier so... Nein, ich esse die halbe Pfanne und du die andere Hälfte. Genau. Nicht, dass die Leute meinen, wir sind zwei Kugeln mit Beinen. Dann trinkt man 8 Tassen Tee, dann geht's. Ja, 8 Tassen Tee ist... Okay. Ja. So, wir haben jetzt hier... Du hast schon wieder was daneben geschnitten. Aber es riecht lecker. So, die Pfanne mache ich jetzt aus. Eigentlich fertig, oder? Das Ganze ist jetzt fertig, ja. Wir werden jetzt gleich essen. Wir haben beide einen Mörderhunger. Ja. Wir werden dann uns nachher dann drüber auslassen. Jeder gibt seinen kurzen Kommentar dann auch ab. Das könnt ihr dann jetzt hier quasi unten drunter lesen. Da ist dieser Rand vom Video. Da unten drunter. Da steht ein Text, da heißt es mehr lesen. Da schreibe ich das jetzt hin. Also quasi steht schon da, wenn ihr das seht. Ja, vielen Dank fürs Wiedereinschalten, hat uns sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge und wenn ihr Wünsche habt, was zu kochen, schreibt es einfach noch weiter da unten drunter. In den Kommentaren. Genau, wir würden uns riesig freuen, weil auch wir gerne experimentieren, was wir essen. So, einen wunderschönen guten Appetit, wunderschönen guten Tag wollte ich jetzt sagen, einen guten Appetit wünsche ich der euch. Der ist schon so hungrig, dass er nicht mehr klar denkt. Ja, total, jetzt wird es dann Zeit. Ich wünsche euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!